Sie wollen Immobilienvermögen steueroptimiert erwerben, erweitern und langfristig erhalten? In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie dafür eine Familienpoolgesellschaft nutzen und langfristig Einkommensteuer und Erbschaftssteuer sparen. Guten Tag, ich bin Helge Schubert, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht bei Rose & Partner. Wir beraten bundesweit Unternehmer und Privatpersonen beim Aufbau, der Verwaltung und der Weitergabe von Familienvermögen. Wir begleiten mit unserer Kanzlei regelmäßig Immobilieninvestoren bei der Strukturierung ihrer Immobilienerwerbe und der Nachfolgeberatung. Immobilieninvestoren bauen Vermögen auf, indem sie nach und nach fremdfinanzierte Immobilien erwerben und die Mieterträge für den Schuldendienst nutzen. Je nach Risikoneigung und Bonität nutzen viele Investoren dabei die Hebeleffekte eines hohen Grades an Fremdfinanzierung. Für einen erfolgreichen Vermögensaufbau bedarf es vieler Komponenten, manchmal auch einfach Glück. Hilfreich ist dabei eine effiziente Struktur, mit der Sie alle Steuervorteile wie Freibeträge aller Familienmitglieder optimal ausnutzen. So eine Struktur ist der sogenannte Familienpool. Das ist eine Familiengesellschaft, die ihr Vermögen nicht nur vor dem Finanzamt schützt, sondern auch noch vor Schwiegerkindern, Pflichtteilsberechtigten und Gläubigern. Einen Überblick über alle Aspekte des Familienpools zum Vermögensschutz finden Sie in einem anderen Video von uns, das ich Ihnen hier oben und auch im Abspann und der Videobeschreibung verlinke. Das Modell des Kaufs einer Immobilie über eine Familiengesellschaft eignet sich ganz besonders, wenn Sie als Investor Vermögen bereits bei den Kindern und Enkelkindern aufbauen möchten und Sie auch die Mietüberschüsse nach Tilgung nicht für Ihren Lebensunterhalt verwenden wollen. Aber auch wenn Sie später zum Beispiel bei Renteneintritt auf die Mieteinnahmen angewiesen sein werden, haben wir Ideen, wie wir sie durch eine entsprechende Gestaltung absichern können. Bevor ich jetzt aber Schritt für Schritt auf den steueroptimierten Immobilienerwerb im Familienpool eingehe, hier noch ein Praxistipp. Auch wenn Sie Ihre Kinder noch nicht beteiligen wollen, erwerben Sie die Immobilie immer gleich in einer Gesellschaft. Sie sind in der Zukunft viel flexibler als beim Kauf im sogenannten Bruchteilseigentum. Als Stichwort werfe ich hier nur einmal ein: Optionsverfahren mit einer Besteuerung von 15,825% der laufenden Erträge. Dazu verlinke ich Ihnen in der Beschreibung ein Video. Jetzt aber zum Familienpool, zum Aufbau vom Familienvermögen in einer Familienpoolgesellschaft. Zunächst einmal die Ausgangssituation. Sie wollen ein oder mehrere Immobilien erwerben und bereits aktiv bei Ihren Kindern oder Enkelkindern Vermögen aufbauen? Vielleicht wollen Sie zumindest in einem ersten Schritt auch nur Familienvermögen, auch aus Haftungsgesichtspunkten, zwischen Ihnen als Eheleuten besser verteilen. Auch dann bietet sich der Erwerb der Immobilie über eine Familienpoolgesellschaft an. Dabei ist Ihnen als Investor wichtig, dass Sie weiterhin die Kontrolle und Entscheidungshoheit über die Immobilienverwaltung behalten. Dann ist die Familiengesellschaft das richtige Instrument für Sie. Der erste Schritt ist die Gründung einer Familiengesellschaft. Das können Personengesellschaften wie die GbR, KG und GmbH und Co. KG sein. Man kann aber durchaus auch über eine vermögensverwaltende GmbH oder Familienstiftung als Immobilienfamiliengesellschaft nachdenken. In der Praxis wird häufig empfohlen, die Gesellschaft gleich mit den Kindern zusammen zu gründen. Ich halte das für falsch. Wir setzen unsere Familiengesellschaftsstrukturen etwas anders auf. Dadurch können wir sie noch besser vor den Unwägbarkeiten des Lebens schützen. Wichtig ist, dass von vornherein ein vernünftiger Gesellschaftsvertrag geschlossen wird. Deshalb sollten Familiengesellschaften auch in Zusammenarbeit mit Kanzleien wie zum Beispiel Rose & Partner gegründet werden, die nicht nur steuerliche, sondern auch starke gesellschaftsrechtliche Kompetenz aufweisen. Ist die Familiengesellschaft gegründet, geht es zum Kauf der Immobilie. Der Kauf kann voll oder zumindest teilweise aus Eigenkapital erfolgen. In der Praxis, der häufigere Fall, ist die Fremdfinanzierung durch eine Bank mit einer Eigenkapitalquote von 0 bis 30%. Das Eigenkapital oder Ihre Eigenkapitalquote bei der Bankfinanzierung geben Sie als Darlehen in die Familiengesellschaft.
Erhebliche Steuerspareffekte ergeben sich dann, wenn Ihre Kinder noch keine oder geringe eigene Einkünfte haben. Diese versteuern die Mieteinnahmen überhaupt nicht oder im Regelfall zu einem geringeren Steuersatz als Sie. Monatlich wird mit den Mieteinnahmen nach Steuern das Bankdarlehen zurückgeführt oder bei aggressiveren Investmentstil Eigenkapital für weitere Investitionen angesammelt. Natürlich sind grundsätzlich auch Entnahmen der Gesellschafter möglich. Der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend dem Investitionsziel auszugestalten. Die Möglichkeiten, die Familiengesellschaft ganz nach Ihren Wünschen auszugestalten, sind beinahe unendlich. Ein Standardvertrag tut es in der Regel nicht. Die einkommensteuerlichen Steuerspareffekte am konkreten Beispiel sehen wie folgt aus. Sie erwerben ein Mietshaus im Wert von 2 Millionen Euro. Die jährlichen Mieteinnahmen betragen 100.000 Euro. Während Sie die Mieteinnahmen, weil Sie noch weitere Einkünfte haben, mit dem Spitzensteuersatz versteuern, haben Ihre Kinder vielleicht noch gar kein Einkommen, weil Sie zum Beispiel noch in den Kindergarten oder Schule oder studieren. Jeder in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtige kann schon einmal fast 10.000 Euro vollständig steuerfrei einnehmen. Einnahmen darüber hinaus werden degressiv besteuert. Das bedeutet, dass der Steuersatz mit steigenden Einkommen zwischen 14% und 45% besteuert wird. Ihre Kinder zahlen auf die Einkünfte also dann im Regelfall deutlich weniger Einkommensteuer. In Zahlen. Wir unterstellen, dass es die Mieteinnahmen von 100.000 Euro auch den Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, AFA, nicht umlagefähige Kosten etc. darstellen. Die Eltern verfügen über weiteres Einkommen. Damit erfolgt eine vollständige Versteuerung bei der Elterngeneration mit 42% plus Solidaritätszuschlag darauf, ergibt eine Steuerbelastung von 44,31% und damit eine Steuer von 44.310 Euro. Alternativ, als Beispiel, Vater V ist mit 20% beteiligt und die beiden Kinder mit je 40%. Beide Kinder haben kein weiteres Einkommen. Vater V besteuert nun 20.000 Euro mit 44,31%, zahlt also 8.862 Euro. Jedes Kind versteuert 40.000 Euro. Bei 40.000 Euro ergibt sich eine Durchschnittsbelastung von 20,83%, ergibt 8.332 Euro, also in etwa die Hälfte der Steuerbelastung beim Vater. Vor allem aber ist der Erwerb von Immobilien über eine Familienpoolgesellschaft ein Steuersparmodell für die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Tilgung und Wertzuwächse bei der Immobilie werden bereits im Verhältnis der Beteiligung bei den Kindern erzielt. Am konkreten Beispiel im Vergleich. Familie A und B haben jeweils zwei Kinder. In der Familie A kauft Vater V mit 200.000 Euro Eigenkapital ein Mehrfamilienhaus ohne Gewerbe für 2 Millionen Euro. Mieterlöse jährlich 10.000 Euro. Am Rande, Faktor 20 spricht für eine C-Lage oder sonst problembehaftete Immobilie. Wir sehen in der Praxis Immobilienerwerbe mit Faktor über 40. Nach 20 Jahren ist die Immobilie abbezahlt. Wenn Sie sich jetzt wundern, wie das bei einem Mieterlös von 50.000 Euro jährlich möglich sein soll, schließlich gibt es nicht umlegbare Kosten, Steuern etc., dann ist das trotzdem nicht unrealistisch. Denn Vater V hat in der Zwischenzeit die Mieten erhöht. Stirbt Vater V nun und erben seine beiden Kinder die abbezahlte Immobilie, die für unser Beispiel nicht an Wert gewonnen haben soll, und der Wert auch der erbschaftssteuerlich maßgebliche Wert nach Bewertungsgesetz sein soll. Die beiden Kinder sollen die Immobilie erben. Erbschaftssteuerliche Bereicherung 2 Millionen Euro. Bereicherung je Kind 1 Million Euro. Es gibt eine Steuerbefreiung von 10% bis 100.000 Euro. Dann gibt es den Freibetrag von 400.000. Wir haben also einen steuerpflichtigen Erwerb von 500.000 Euro je Kind. Darauf 15% Steuersatz ergibt eine Erbschaftssteuer von 75.000 Euro. Im Vergleich dazu Familie B. Vater V hat bei Aufsetzung der Familiengesellschaft 20% und die beiden Kinder jeweils 40% der Anteile an der Familiengesellschaft. Zum Zeitpunkt der Gründung und der Beteiligung waren die Anteile der Familiengesellschaft wertlos. Die Immobilie wurde ja kreditfinanziert erworben.
Erbschaftssteuerliche Bereicherung der Kinder 200.000 Euro, weil nämlich 20% gehören dem Vater. Bereicherung je Kind 100.000 Euro, Steuerbefreiung 10% drauf, sind nochmal 10.000 ab, Freibetrag 400.000, der steuerliche Erwerb ist also null. Denn die anderen 400.000 Euro sind ja schon ihr Eigentum von Anfang an. Sie sehen, dass es sinnvoll ist, sich auch mit der langfristigen Strategie zum Vermögensaufbau einmal vertieft zu beschäftigen. Natürlich können Sie in einem Video nicht alle Aspekte darstellen. Ausführliche Informationen zu allen Aspekten des Familienpools und der Besteuerung finden Sie auf unserer Webseite und natürlich in weiteren Videos von uns. Meine Kollegen, Fachanwälte für Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Familienrecht und ich beraten Sie gerne und glauben Sie mir, der Anwalt für Gesellschaftsrecht wird die besseren Verträge entwerfen als der Steuerberater. Manchmal kommt es auf die Details an. Abonnieren Sie auch gerne unseren Kanal, machen Sie es gut und behalten Sie Recht.